Ja, herzlich willkommen zu unseren epochalen Bikes, zu Motorrädern, die Geschichte geschrieben haben. Wir würden euch gerne in einem kurzen Aufriss 10 Motorräder zeigen, die es zusammen auf 495 Jahre Modellgeschichte bringen, fast ein halbes Jahrtausend. Und das würden wir deswegen auch ein bisschen nach Jahren sortieren. Und dann würden wir sagen, der Jüngste fängt an. Das ist die KTM LC8 950 Adventure. Vor 20 Jahren, im Oktober 2002, wurde dieses Motorrad in Köln präsentiert. Also es ist streng genommen ein 2003er Modell. Aber wir machen das mal so, plus minus ein Jahr, das zählt. Also, kam vor 20 Jahren auf den Markt, wurde vor 20 Jahren präsentiert. Was war das Besondere? Bis dahin war KTM ein reiner Einzylinderhersteller und auch ein Nischenanbieter. Es gab Offroader, Wettbewerbsmaschinen und Supermotos. Und KTM sagt heute rückblickend, das war unser erstes Straßenmotorrad. Ist natürlich eine große, hohe Reise-Enduro, die 950 Adventure. Man hat sie damals Rase-Enduro genannt, weil sie hat wirklich beim Thema Fahrdynamik neue Maßstäbe gesetzt. Sie hat aber vor allem KTM auf einen ganz anderen Pfad gebracht. Das war der erste 75 Grad V2, der erste Multizylinder überhaupt aus Österreich. Und heute basiert da eine ganze Flotte drauf. Die großen Adventures, die 1290er, die Super Duke. Also eine Riesenmodellfamilie, die es nicht gegeben hätte, wenn vor 20 Jahren nicht dieses Motorrad hier in Köln gestanden hätte. Und das finden wir ist eine Würdigung wert. Motor, wie gesagt, 75 Grad V2, 98 PS. Gewicht um die 220 bis 230 Kilo. Reisetauglich mit einigen Besonderheiten. Damals hatte ja KTM zwei Tankhälften, die musste man auch separat befüllen. Also es war tatsächlich so, die waren untereinander nicht verbunden. War eine Reminiszenz aus dem Rallye-Sport. Wenn du auf einer Seite crasht, dann brauchst du nur eine Tankhälfte erneuern und nicht der ganze Sprit ist weg. Hoch, das sieht man. Und ich muss persönlich noch sagen, ich war mit dem Motorrad 2003 in Russland. Und also sie kann reisen und sie kann rasen. Sie war echt flott und fahrdynamisch. Und deswegen ist die 950 Adventure, die erste LC8, unser Vertreter der Marke KTM. Danke auch an den Besitzer, dass wir das Motorrad hier haben dürfen. Danke Andi, danke euch. So, bei uns geht's weiter mit dem zweitjüngsten Motorrad von 495 Jahren Modellgeschichte. Das ist die Triumph Speed Triple T509. Und dieser Zusatz, dieser kryptische Modellkürzel ist deswegen wichtig, weil es nicht die erste Speed Triple war. Die erste Speed Triple war 3-4 Jahre vorher, die T300, ein Café Racer mit Lenkstummeln. Aber erst mit diesem Modell, der T509, hat Triumph der Motorradwelt eine ganz neue Gattung Motorräder geschenkt, und zwar den Street Fighter ab Werk. Heute würde man einfach sagen, ein Power Naked. Und das Rezept dazu war einfach das, dass Triumph dem Sportler Daytona die Verkleidung ausgezogen hat, dem Motorrad eine andere Gabelbrücke mit verchromtem Rohrlenker spendiert hat und das Ganze garniert hat. Und das war eigentlich das absolut kryptische, verchromte Doppelscheinwerfer an einem sportlich aggressiven Motorrad. Also sieht aus wie bei Robby Tobby und das Flievertüt aus den 70er Jahren, wurde aber zum Markenzeichen aller nachfolgenden Speed Triples, im Prinzip bis heute, denn die Doppelscheinwerfer gibt es ja immer noch, allerdings nicht mehr rund und nicht mehr verchromt. Jetzt sind wir beim Äußeren. Das Technische, wie gesagt, das war ein Supersportmotorrad mit einem ganz spezifischen Alu-Brückenrahmen. Ihr seht den aus den verschiedenen Rohrprofilen zusammengefügt. Das heißt, das ganze Motorrad war natürlich auch auf Fahrdynamik ausgelegt. Das Motorrad war flott. Aber es war eben auch mit einer aufrechten Sitzposition garniert. Das heißt, du fährst im Prinzip tourentauglich, aber du kannst es auch richtig brennen lassen. Voll einstellbare Federelemente. Also ein Supersportler ohne Verkleidung, das war im Prinzip ein neuer Trend. Und die Speed Triple wurde extrem wichtig für Triumph. Extrem. Ja, dieses Motorrad, für alle, die es sehen, hat Patina. Es ist 25 Jahre alt, es hat 63.000 Kilometer und deswegen darf es das auch haben. Dann machen wir weiter mit dem drittjüngsten Motorrad. Honda Fireblade feiert 1992 Premiere, ist jetzt also 30 Jahre jung. Oldtimer, dieses Motorrad könnte man mit H-Kennzeichen fahren. Was ist das Besondere? Supersportler gab es, der Trend kam ja Mitte der 80er Jahre auf. Wir erinnern uns an FZ 750, Yamahas ersten Fünfventiler, an GSXR 750 und 1100. Also Supersportler für die Straße. Was war das Besondere an der Honda Fireblade? Nachdem es diesen Trend ja schon gab. Das war der konsequente Leichtbau.
Und das war auch eine völlig neue Klasse. Es gab leichte, aber natürlich sehr drehzahlverliebte 600er. Und es gab die großen, aber mittlerweile auch sehr pummelig gewordenen 1000er und 1100er. Und Honda ist genau dazwischen gesprungen. Und das war genau das, was sie tun mussten. Sie haben ihren eigenen Weg gefunden mit der 900-Kubik-Klasse. Also im Prinzip Handling und Gewicht einer 600er und Leistung fast wie eine 1000er. 124, 128 PS, also rund 125 PS, aber konsequent leicht. 206 Kilo, Leichtbau übrigens auch optisch. Ja, hier die Löcher in der Verkleidung. Also der geniale Ingenieur Baba, der Schöpfer der Fireblade und sein Team in Japan, haben ganz Großes geleistet, um zu sagen, wir gehen einen anderen Weg. Wir setzen auf Fahrbarkeit und auf Leistung, die man auch wirklich auf die Straße bringen kann. Damals natürlich übrigens noch mit Vergasern, hier ist noch der Choke am Lenker, griffgünstig natürlich. Etwas eigenwillig bei der allerersten Blade war das 16 Zoll Vorderrad. Also Honda, großes Kompliment für eure wunderbare Feuerklinge. Große Modellgeschichte, 30 Jahre am Stück. Dankeschön. Ja, Nummer 4 im Bunde, Yamaha SR500, wurde 1977 in Afrika präsentiert, ist also ein 1978er Modell, deswegen 45 Jahre plus minus. Was sind die Besonderheiten? Es gab schon die XT500, zwei Jahre lang schon, weil das war ja ein 76er Motorrad, die Enduro. Wir erinnern uns, Trommelbremse, Einzylinder, leicht, die Fernreisenden der Welt sind begeistert draufgesprungen. Und dem hat dann Yamaha einen Straßeneinzylinder zur Seite gestellt, hat das übrigens sogar im Namen ausgedrückt, SR wie Single Road, der Straßeneinzylinder, war viele Jahre lang das bestverkaufte Motorrad Deutschlands, in mehreren Jahren hintereinander. Es wurde 20 Jahre lang angeboten, solch eine Modellkonstanz gibt es ja gar nicht, mit etwas Modellpflege, darüber haben wir ein eigenes, separates Video erstellt, das könnt ihr euch mal anschauen. Das hier ist im Prinzip die Urversion mit einigen Modifikationen. Also 1979 kam dann der große 200 mm Rundscheinwerfer, den hatte sie im Modellpremierenjahr 78 noch nicht. 19 Zoll Vorderrad, am Anfang immer nur mit Speichenrädern erhältlich. Die Gussräder waren kein großer Erfolg. Und dass dieses Motorrad so ein beliebtes Motorrad wurde, lag natürlich auch am Nimbus, nämlich am Kickstarter. E-Starter war nicht, man musste treten, man musste wissen, wie das geht. Das zeigen wir ja im anderen Video. Männermotorrad, 500 Kubik, 27 PS, offen 33. Dieses Motorrad gehört mir übrigens selbst und wir haben es mal auf dem Leistungsprüfstand gehabt mit 32. Also das darf es, die Leistung bringt es noch. Und die Patina, die hier ist, die darf sie haben. Sie ist 41 Jahre jung, weil das ist eine 81er. Tacho ist schon einmal rum oder ausgetauscht, deswegen Kilometerstand ist nicht gut ermittelbar. Aber auf jeden Fall ein legendäres Kickstart-Motorrad. Gebrauchpreise sind hoch, Liebhaberwert und ich bin sehr froh, dass ich wieder mein erstes Motorrad hier präsentieren darf. Danke an Yamaha. So, jetzt nähern wir uns den runden Jubiläen, den wirklich runden, 50 Jahre. 50 Jahre Kawasaki Z-Modelle, 50 Jahre Kawasaki Z1 Super 4. Das war für Kawasaki der Befreiungsschlag. Denn 68, 69 hatte Honda ja das Jahrhundertmotorrad CB750 vorpräsentiert. Die K0 als erster Großserien-Vierzylinder käuflich. Das Superbike kam auf die Straße, käuflich für jedermann. Das Ganze garniert nicht nur mit tollen Fahrleistungen, unglaublich für jene Zeit, sondern auch mit Farbe. Bis dahin waren Motorräder hauptsächlich schwarz oder hin und wieder mal weiß. Das waren Gebrauchsgegenstände. Und die Honda brachte das Motorrad verwandelt auf die Straßen Amerikas und Europas zurück. Nämlich jetzt ging es um Freizeit, jetzt ging es um Kult, jetzt ging es um natürlich auch Selbstdarstellung. Und Kawasaki hat drei Jahre später dann eben diese Z1 gebracht und das war der Hammer. Vor 50 Jahren genau hier in Köln präsentiert, auf der IFMA. Die Leute mussten teilweise eine halbe Stunde anstehen, weil es war einfach die Sensation. 750 Kubik, doppelte obenliegende Nockenwellen. Das allerdings dann noch mit zwei Ventilen pro Brennraum natürlich, aber 79 PS. Das war die schiere Gewalt. Also das war Hayabusa, Fireblade, S1000, Doppel-R, nehmt was ihr wollt. Das war das Superbike der frühen 70er Jahre. Das wollten viele haben, das haben sich auch viele gekauft. Und bis jetzt gibt es ja 50 Jahre am Stück Kawasaki Z-Modelle. Und die aktuelle Z900 RS nimmt ja sogar genau die Optik dieser Kawasaki, dieser Z1 auf. Interpretiert sie neu, mit einem wassergekühlten Motor natürlich. Legendär natürlich der große Entenbürzel. Ein schweres Motorrad in jederlei Hinsicht. Es ist nicht leicht,
Es wiegt über 5 Zentner, aber schwer natürlich auch eine Motorisierung, wie die Welt sie bis dahin noch nicht gekannt hat. Und deswegen sind wir Kawasaki dankbar. Sie feiern die 50 Jahre Z-Modelle hier in Köln ganz groß. Und wir sind natürlich auch dem Besitzer Axel ganz dankbar, dass du uns dieses Motorrad hier für Köln zur Verfügung gestellt hast. Danke euch. Motorrad Nummer 6, ebenfalls ein 50 Jahre junges japanisches Motorrad. Hier der Vertreter der Marke Suzuki. GT 750, aber in der Szene besser bekannt als der Wasserbüffel. Und das hat zwei Gründe. Dieser Name ist wirklich in sich stimmig. Erstens Wasserkühlung. Und das war vor 50 Jahren wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme für einen besseren, für einen gesünderen Thermohaushalt. Und das Ganze eben garniert mit einem Dreizylinder, tolles Motorenkonzept, Zweitaktmotor. Dreizylinder, Zweitakt. Und ihr wisst ja, ein Zweitakter zündet bei jeder Kurbelwellenumdrehung, also pro Zylinder, nicht nur bei jeder zweiten. Deswegen haben die viel Drehmoment von unten. Das heißt, dieses Motorrad zog wie ein Büffel, der Wasserbüffel. Dreizylinder, hat aber trotzdem 4 Auspufftöpfe, denn wir erinnern uns, es gab ja schon die Honda CB 750 vor. Im gleichen Jahr brachte Kawasaki die Z1, die wir schon vorgestellt haben. Und dann wollte Suzuki eben auch einen auf dicke Hose machen mit dem 4. Auspuffrohr, das nicht unbedingt technisch notwendig war. Das Motorrad war auch deswegen ein Büffel, weil es anfänglich nur 52 PS hatte. Also es war nicht auf Leistung ausgelegt, sondern auf einen fetten Drehmomentverlauf. Später wurde die Leistung dann erhöht auf 63 PS. Nichtsdestotrotz, es war ein bisschen Nische. Also das Motorrad war kein unglaublicher Verkaufserfolg, aber gerade deswegen ist es heute eben selten, es ist rar und es ist gesucht. Natürlich ganz fantastisch hier mit den Speichenrädern, steht ganz toll da und deswegen bedanken wir uns, dass wir dieses Motorrad hier haben und präsentieren dürfen. Wir sind immer noch bei 50-jährigen Jubiläen, aber jetzt sind wir in Italien. Moto Guzzi V7 Sport kam 1972, 73 auf den Markt, also auch ein halbes Jahrhundert jung. Heute sehr begehrt. Warum? Moto Guzzi war in den 50er Jahren eine sehr sportliche Marke. Wir erinnern uns an die großen Erfolge bei Weltmeisterschaften, an V8 Werksrenner, an Motorräder, die wirklich Meilensteine waren. Aber dann hatte sich Moto Guzzi aus dem Rennsport zurückgezogen und ist eher in die Tourenschiene abgebogen. In den 60er Jahren, 1967, kam die California raus. Und mit diesem Motorrad hat Moto Guzzi ein Statement gesetzt, wir sind wieder da mit Sportmotorrädern. Eine 750er mit 52 PS, das klingt heute nach Mädchenmotorrad. Aber das Motorrad war sehr leicht, es wog nur 206 Kilo. Es hatte eine kleine Stirnfläche, schmal, trotz der herausragenden Zylinder des 90 Grad V2, niedrig. Und deswegen ging es bis knapp 200. Also das war damals wirklich super sportliche Fahrleistung. Aus nur 52 PS, immerhin mehr als die späten V7, die wir jetzt in diesen Jahrzehnten noch haben durften. Dann ist die V7 Sport das erste Motorrad mit dem von Lino Tonti konstruierten Rahmen. Ein sehr flaches, geniales Konzept aus Dreiecken und Parallelogramm. Leicht, stabil, steif. Und deswegen hat dieses Motorrad einen Trend gesetzt, den Moto Guzzi noch lange beherzigt hat, nämlich den Tonti-Rahmen zu verbauen. Wunderschön garniert hier. Übrigens, ganz spannendes Detail finde ich, sind die schmalen Halslenker. Also ihr könnt die in der Höhe und in der Neigung verstellen. Hoch und runter und ausgestellt oder näher zusammen. Also das war Komoda Supersport. Jeder wie er es wollte. Und wir sind dem Besitzer Frank Schleicher wirklich dankbar, dass er uns sein wertvolles Motorrad hier für Köln zur Verfügung gestellt hat. Danke, Frank. So, ihr Lieben, wir nähern uns den finalen Motorrädern, das ist das drittletzte, auch 50 Jahre jung, auch made in Italy, Ducati 750S, S wie Sport. Und es gibt einen Trend, den werdet ihr gleich noch sehen, die älteren Maschinen sind die teureren. Wenn ihr eine Ducati 750 Sport kaufen wollt, müsstet ihr so mit 40.000 bis 50.000 Euro rechnen. Wir haben die hier mal mit 45.000 Euro kalkuliert. Was macht dieses Motorrad so wertvoll und so begehrt? Es war nicht die erste V2 Ducati, das war nämlich ein Jahr zuvor, 1971, die 750 GT. Das heißt, das ist das zweite Modell mit Königswellen V2.
Aber dieses Motorrad hat im Prinzip Ducati auf die sportliche Schiene gebracht. Wir erinnern uns, im Jahr 1972 hat der leider mittlerweile verstorbene Paul Smart die 200 Meilen von Imola gewonnen. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Auf Ducati gegen die großen, übermächtigen Japaner. Und plötzlich war klar, Sport und Ducati, das gehört zusammen. Das muss man pflegen und das muss man den Leuten auch anbieten. Und das hat Ducati getan vor der legendären 750 Esse-Esse mit der 750 Sport. Nackt, unverkleidet, ein Supersportler mit Speichenrädern, mit Metallkotflügeln, das ist kein Witz, ihr seht ja hier auch die Streben, mit Kickstarter, also E-Start war nicht. Wundervolle Proportion, Einsitzer, konsequent bis zum Schluss, nämlich bis zu dem wunderbaren Höcker. Und heute eben ziemlich selten, nicht ganz so gesucht wie die voll verkleidete 750 Supersport, aber eben extrem selten. Und hier auch ein ganz frühes Exemplar, das halte ich noch für wichtig, mit dem gesuchten Breitrahmen, also die frühen Exemplare mit einer vorversetzten Achsaufnahme. Also daran kann man das erkennen. Was hier nicht original ist, ist die nachgerüstete zweite Scheibe vorne, um die Bremsleistung zu verbessern. Hat übrigens unsere Kawasaki Z1 auch. Also das war nicht original. Aber ansonsten das Motorrad von Thomas Jülch, perfekt steht sie da, restauriert vom großen Ducati-Spezialisten Helmut Städele im Süddeutschen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir dieses legendäre Ducati-Motorrad hier für euch präsentieren dürfen. Leute, das ist unser zweitältestes Fahrzeug. Deswegen ist es keine reine Motorradshow, es ist eine Zweiradshow. Das ist die Ur-Vespa. Wobei man schon dazu sagen muss, das ist eigentlich schon die zweite Ur-Vespa. Das ist nämlich ein Modell von 1947. Also die ist genau 75 Jahre jung. Die Vespa kam 1946 raus, entwickelt von Piaggio. Und man muss dazu sagen, Piaggio war Flugzeugkonstrukteur. Und jetzt war nach dem Zweiten Weltkrieg der Bedarf an Bombern für das faschistische Mussolini-Regime nicht mehr groß. Also musste sich Piaggio nach anderen Geschäftsfeldern umschauen. Und Italien war auch wie Deutschland relativ stark zerstört. Und man hat überlegt, wie können wir den Leuten Mobilität zurückbringen? Mit Fahrzeugen, die nicht so teuer sind, bezahlbarer als Autos, aber trotzdem alltagstauglich. Und dann kam der Piaggio-Konstrukteur auf eine geniale Konstruktion, nämlich auf den selbsttragenden Blechpressrahmen. Und da merkt man einfach die Herkunft. Piaggio war Flugzeugkonstrukteur. Das heißt, man hatte Erfahrung mit der Verarbeitung von gebogenen Flächen. Man hatte Erfahrung mit Aluminium. Und das ist wirklich unglaublich. Der gesamte Kotflügel, die Lampe, hier die Hupenfassung und die beiden Verkleidungen hinten, die Backen, sagen die Vespa-Fahrer, bestehen aus Aluminium. Deswegen ist dieses Fahrzeug 60 Kilogramm leicht. Also das könntest du theoretisch unter den Arm klemmen und die Treppe hochtragen. 60 Kilo leicht, aber alltagstauglich. Du bist vor Wind und Wetter geschützt oder vor Straßenschmutz. Deine Schuhe bleiben sauber. Das ist in Italien ein wirklich wichtiges Faktum. Du kannst es in ganz normalen Straßenklamotten fahren. Dreigang Handschaltung. Bei den Ur-Vespas noch über ein Gestänge übertragen. Und auch da, dieses Motorrad ist nicht vom Himmel gefallen. Der Zweitaktmotor ist ein Piaggio-Eigenmotor. Der hat vorher die großen Motoren von Piaggio-Flugzeugen angetrieben. Erinnert euch mal an die tollkühnen Männer in den fliegenden Kisten. Man musste ja früher die Propeller von Hand anwerfen. Das war natürlich in den 30er, 40er Jahren nicht mehr en vogue. Und deswegen hatten die großen V12 oder 8-Zylinder, 10-Zylinder-Motoren kleine Starter, die die Kurbelwelle in Schwung brachten. Und das war dieser 98 Kubik Zweitakter, am Anfang mit 3,5 PS ungefähr. Also man war nicht gerade übermotorisiert, aber es reichte für 60 Stundenkilometer. Das Ganze eben garniert mit einer exzellenten Werbekampagne. Piaggio hat sehr früh auch auf Frauen gesetzt. Und da muss man einfach sagen, ein beispielloser Erfolg. Wir nähern uns mittlerweile, lasst euch das auf der Zunge zergehen, 20 Millionen verkauften Vespas in 75 Jahren. Entschuldigung, da kriege ich gerade wirklich Gänsehaut. Und da könnte sich sogar BMW hinter verstecken mit seinem ältesten Motorrad. Vielen Dank, Andreas Sprengel. Große Gratulation an Piaggio, dass ihr so ein legendäres und geniales Fahrzeugkonzept auf die Räder gebracht habt und uns hier für die Messe zur Verfügung stellt. Vielen Dank. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Und ich finde, jetzt ist es Zeit für etwas Ehrfurcht. Und das meine ich komplett ernst.
Dieses Motorrad wird nächstes Jahr 100 Jahre. BMW Motorrad wird 100 Jahre. Umso trauriger, dass sie das hier in Köln nicht gebührend feiern. Aber das ist uns jetzt egal, denn wir tun das. Und wir tun das mit Hilfe von Rudolf Bald, dem 91-jährigen Besitzer dieses unglaublichen Fahrzeugs, dieser R32. Der Rudolf kommt auch noch, das heißt, wir können mit ihm auch ein paar Dinge selber besprechen. Was war das Besondere? Das ist das erste Motorrad unter dem Markennamen BMW. Den Motor hatte BMW nämlich schon an Victoria geliefert. Und Victoria in Nürnberg hat den aber andersrum eingebaut, nämlich quer. Das heißt, die Zylinder lagen längs. Und dann hat BMW experimentiert. Die waren ja auch Flugzeugmotorenhersteller. Die mussten auch ein neues Geschäftsfeld suchen, also die Parallele zu Piaggio. Dann hat BMW experimentiert, was können wir anders, was können wir besser machen. Und sie haben den Motor gedreht, längs liegende Kurbelwelle. Und jetzt liegen die Zylinder im kühlenden Fahrtwind. Das taten sie natürlich nicht bei der anderen Einbaulage, wenn der eine Zylinder hinter dem anderen liegt. So, also das ist schon mal sehr, sehr gut für den Thermohaushalt. Gewünschter Nebeneffekt ist, du schließt die Trockenkupplung an, das Getriebe an und in dem Fall den offen laufenden Kardan an. Das heißt, du hast nur eine einzige Umlenkung von der Kurbelwelle bis zum Hinterradantrieb und zwar genau hier hinten. Das macht die Baugruppen überschaubar. Das macht das Motorrad auch leicht. Es wiegt nur 122 Kilo. Das hier ist übrigens der 500er Motor in der R32. Das erschließt sich aus der Modellbezeichnung nicht direkt. 8,5 PS, 95 Stundenkilometer. Klingt nach wenig. Das kann ja heute jede 125er. Und die hat übrigens auch mehr Leistung. Aber erinnert euch, 1923, da waren die Straßen anders. Also du musstest ja Glück haben, wenn du mal irgendwo Asphalt gefunden hast. Es gab ganz viel Schotter, es gab ganz viel Feldwege. Deswegen waren die Fahrleistungen für die Zeit absolut ausreichend. Und außerdem hat BMW den Weg gegangen zu sagen, lieber die Leistung etwas runter und die Haltbarkeit hoch. Das haben sie in der Folgezeit nicht immer so beherzigt, aber damals war das so. Hier vorne übrigens die wunderbaren Blattfedern. Und dieses Motorrad ist nicht nur deswegen besonders, weil es alt ist und weil es das erste BMW-Motorrad war, das übrigens das Bauprinzip ja für 90 Jahre vorgegeben hat, sondern weil es natürlich auch eine Ikone des Industriedesigns ist. Also diese konsequente Linie vom Steuerkopf bis zum Hinterrad. Dieses Motorrad war auch im Guggenheim-Museum. Dieses Motorrad kann man sich als Poster an die Wand nageln. Man könnte es auch kaufen. Allerdings, meines Wissens, gab es in den vergangenen 10 Jahren keine einzige Versteigerung weltweit, wo eine R32 gehandelt wurde. Mein Tipp, wenn ihr eine kriegen könnt, kalkuliert so 150.000 Euro ein und kaufen. Rudolf Bald, vielen Dank, dass wir dein Motorrad haben dürfen. Große Gratulation an BMW für 100 Jahre konsequente Modellgeschichte. Wäre schön gewesen, wenn ihr das hier auch ein bisschen präsentiert hättet. Aber wir sind froh, dass wir zusammen 495 Jahre Modellgeschichte von 10 großen Marken präsentieren durften. Und ja, da geht uns ein bisschen das Herz auf. Ich hoffe, wir konnten euch mitnehmen und danke fürs Zuschauen.